geht? Willkommen zum letzten Teil zu Hör mal, wie Isa da hämmert. Also, ich bin fast fertig mit der Room Renovation von Saschas Zimmer. Ich mache gerade die letzten Feinschliffe. Ich muss das Kabelmanagement noch machen, das ist grauenvoll. Und dann habe ich noch einen Staubsaugroboter, der hier reinkommt. Dann müssen hier noch die schwarzen Flecken sauber gemacht werden. Und dann bin ich schon fertig. Und der Tisch muss nur noch zu Ende gemacht werden. Das machen wir jetzt im Schnelldurchlauf und dann will ich euch endlich das fertige Zimmer zeigen. Und dann zeige ich auch noch alles, was in meinem PC drin ist und so. Denke ich. Oh mein Gott, er steht. Let's go. Sieht ein bisschen aus wie so Futter für meinen Roboter. Dirty water tank, clean water tank. Goal. Willkommen zur Roomtour vom neuen Setup. Treten Sie herein. Die Tür bleibt offen für Licht, weil wir haben immer noch keine Lampe. Designer. Auf jeden Fall links haben wir einen riesen Schrank, um alles zu verstauen von so Placement-Sachen, die reinkommen. Wichtig und richtig, weil, keine Ahnung, du willst ja nicht, dass es überall rumliegt. Das ist ein bisschen dann unordentlich und man will ja eigentlich, dass es ziemlich ordentlich und warm ist. Und oben haben wir noch so Boxen, die ja, so Cosplay-Sachen verstauen. Und dann hier rechts haben wir einen kleinen Tisch, um einfach mal gut auszusehen. Hier ist Platz für die Kartons extra. Ist eigentlich voll dumm, da ich wollte erstmal eine Kommode hinstellen. Macht wenig Sinn, ich brauche Platz, damit die Kartons irgendwo sich stapeln können und hier ist es perfekt, wenn so welche reinkommen. Und da ist die Musikbox, eine Pflanze, damit es grün aussieht. Richtig, einfach nur ein bisschen Alibi-mäßig. Mal sehen, wie lange die überlebt. Das ist ein schönes Bild mit dem Lolli. Ja. Wir haben dahinter noch ein anderes Bild, aber... Das Lazzo. Ja, nee, deswegen. Wir lassen lieber die Dame vorne, die ist... Gibst du die schöner? Nein, du musst ein bisschen weiter runtergehen. Und hier haben wir den wundervollen Roboter und dazu gibt es jetzt erstmal ein wundervolles Placement. Okay Leute, zu diesem wundervollen Roboter gibt es auch eine App. Da müsst ihr die einfach nur runterladen, auf ganz entspannt. Wir haben hier den wundervollen Roboter. Verbindet den einfach mit dieser wundervollen App und dann könnt ihr über die App alles easy und entspannt steuern. So, was ihr ebenfalls ganz easy machen könnt, ist einfach einen neuen Raum hinzufügen, wie ihr dann da alles geputzt haben wollt. Und zwar will ich hier die Tiefenreinigung, die maximale Leistung, richtig und wichtig. Da haben wir es. Dann fügt ihr das einfach nur hinzu. Ihr könnt Saugen und Wischen einführen. Ihr habt so viele Möglichkeiten. Easy peasy. Jetzt lassen wir den Kollegen mal arbeiten. Der ist so am Arbeiten. So sieht das Ganze aus. Ja, warte mal. Fährt der jetzt durch die ganze Wohnung oder was? Ah, nee. Nein, ich hab dir nur gesagt, ein Raum. Er hat halt wirklich erkannt, dass der Raum hier endet, ne? Ja. Und er erkennt auch den Unterschied, glaube ich, zwischen Teppich und normalem Boden. Weil ja? Er ist ja wie auf dem Teppich saugen, auf dem normalen Boden hat er leiser gemacht. Er kann nämlich auch, by the way, wischen. Wischen und saugen. Machst du sehr gut, Großer. Aber Trigo meine Pulle Vita, weil ich so entspannen, ja? Ich besitze den Roborock S7 Max Ultra und wenn der dir auch gefällt und du dein Leben auch erleichtert haben möchtest, dann musst du auf diesen Link jetzt klicken und dir den bestellen. Und wenn ihr sagt, ihr wartet auf eine Rabattaktion, Leute, dann habe ich euch. Vom 15.06. bis zum 21.06. ist der Roboter um 250 Euro reduziert. Also einfach mal zuschlagen, ja? Dann haben wir hier meinen Tisch, den ich DIY habe. Ah ja, okay, ich hab's verkackt am Schluss. Ey, Mann, ich wollte unbedingt die Roomtour machen und der Tisch hat sich geschafft. Halten wir fest, unten ist alles hui und oben ist fui. Machst du nix. Ah, der sieht cool aus. Ja, weil das Oberpiece sieht halt kacke aus. Das, ja. Ja, das hab ich verkackt. Aber auch, weil die beim Obi mich die ganze Zeit verarscht haben mit den Farben. Rechts haben wir so Verstauraum für Schuhe, Pantoffeln, was auch immer. Wichtig, auch mal hier so eine kleine Ablage haben, damit die nicht auf dem Teppich sind. Hier haben wir einen Ventilator für die heißen Tage, aka ich trage jetzt, deswegen chill ich auch einen Pulli. Makes sense. Hier unten ist ein Hundebett für Coco. Die liegt, also ich habe das extra da positioniert, weil die es liebt, da zu liegen. Ich hatte das Hundebett erstmal hier, das alles lag hier nicht. Da wollte sie nicht liegen, die will immer nur da liegen, wenn sie die direkt neben mir an den Füßen hockt, also ja, machst du nix. Machst du nix. Wir haben einen coolen weißen Stuhl, wichtig. Das ist ja echt cool. Ja, mit ganz vielen Kissen wegen meinem Rücken und so. Und ja, ich würde sagen, wir gehen in die Ecke. Hier habe ich extra so eine kleine Ablage, dass man im Stream einen schönen Hintergrund hat. Auch hier gerne einmal den Streaming-Hintergrund einblenden. Okay, cool. Hier mein neues Neon-Schild von Demon Slayer. Richtig cool, die Dame. Wir haben Philips Hue-Beleuchtung, wir haben einen neuen coolen weißen PC. Soll so ein bisschen an Star Wars Klonkrieger mal erinnern. Die Farben, die ich verwende, also dass er all white ist mit schwarzen Elementen innen drin. RGB einfach nur, weil ich ein Gamer bin. Ich bin Gamer. Bist auch ein Gamer? Geht. Bin ich besser in Games als du? Nein.
Hast du aber mal was anderes gesagt? Hast du mal anders gesagt? Ja, hast du ein bisschen wie Minecraft gespielt. Dein Valorant, gerade dein aktueller Valorant. Was ist dein aktueller? Die A2. Ja, du bist auch geboostet. Ich spiele Solo Queue. Das habe ich anders gesehen letztens. Ich habe Solo Queue gespielt. Du hast aber was hell gesagt im Stream, ich wäre besser. Ja, da habe ich gelogen. So, was ist das? Oh mein Gott, das ist der Teddy von Animate. Sascha hat dir den rosa zugeschickt und den habe ich mir gejoinkt an die Jungs. Rosa ist meine Farbe. Sascha kriegt nächstes Mal den blauen Teddy von mir. Nee, der hockt bei mir beim anderen Streaming-Center. Ich habe mir beide geangelt. Dann habe ich hier einen Klonkrieger, Star Wars Lego. Cool. Hier ist eigentlich unwichtig, einfach nur ein Astro-Headset, das hier verdeckt. Besonders nicht hinbekommen. Ich finde, das nice, dass du überall so Kerzen hast, die man theoretisch anmachen kann. Die ich nie anhab. Ja, aber die sieht aber cool aus. Die riecht gut. Geht. Ich finde, die riecht nicht so gut wie... Die riecht nach Weihnachten halt, ne? Ja, true. Okay, ich würde sagen, ich gehe zu dem PC. Also, in diesem wunderschönen PC haben wir eine SSD 2 TB, die irgendwo verbaut sind. Dann haben wir ein AMD Ryzen 9 7950X. Wir haben eine Corsair Dominator Arbeitsspeicher mit 32 GB DDR5. Nein, ich sehe aus wie ein Dulli. Das sind diese Tetris-Arbeitsspeicher. Ich liebe die. Tut mir leid für die Aussprache, by the way. Das wird jetzt nicht besser. Auf jeden Fall haben wir noch eine Zephyr Nitro Plus Radeon RX 6950 XT Pure 16 GB GDDR6. Oh mein Gott. Wir haben ein Asus ROG Strix X670E Gaming Mainboard. Oh mein Gott. Wir haben ein USB-Hub, weil ich zu viele Anschlüsse da drin habe anscheinend. Ein Lianli Lüfter, aber davon ganz, ganz viele. Und ein Lianli 3 Lüfter Gedöns. Dann haben wir Thermal Glue für den Prozessor. Wir haben das Lianli 011 Dynamic Evo Weiß Glasfenster Gehäuse. Scheiße, und das Kraken Wasserkühlung. NZXT Kraken Z73 RGB Wasserkühlung Asus ROG. Du könntest dir auch einfach mal sagen, alle Infos zum PC sind unten. Ihr müsst loslassen, ey, ich kann nicht mehr, ich bin noch nicht mal fertig, oder? Aber der PC ist nice. Also alle Infos dazu kriegt ihr unten, könnt ihr euch anschauen. Okay, das war mein PC. Auf jeden Fall, hier geht's zu meinem wundervollen Tisch. Wir haben 3 fette Monitore, die nicht so richtig lined up miteinander sind. Das merke ich gerade. Dies muss aber so. Das hat den gewissen Charakter dafür. Hier rechts meine kleine Make-up-Area. Immer schön den Lippenstift auffüllen, alle 10 Minuten. Damit die Leute sagen, dass ich Make-up-süchtig bin. Dann haben wir hier Razer-Tastatur, Razer-Maus in Pink. Eigentlich hätte ich das weiß machen müssen, um ehrlich zu sein. Aber dann habe ich das schon in Rosa gehabt und dann war halt schon zu spät. Ja? Eigentlich in Weiß, oder? Was sagt ihr? Weiß macht mehr Sinn, eigentlich. Alles ist hier weiß, ist aber immer rosa. Ich finde es cool auch. Okay, dann lass ich so. Dann haben wir jetzt Stream Deck in Weiß. Cool. Fucking Elgato. Kacke, funktioniert auch nie gefühlt. Dann haben wir den Tisch in Weiß. Gestrichen. Go XLR, wichtig. Das sind Anywhere-Monitore, by the way, 27 Zoll. Keylights. Eine richtig gute Cam mit gutem Objektiv. Keine Ahnung, ist Saschas. Stimmt, die wurde hier einfach übrig gelassen. Ich weiß auch nicht. Das ist nicht eine richtig gute, das ist eine Alpha 6500 mit einem Standardobjektiv, glaube ich. Wobei, nee, Zeiss-Objektive sind immer richtig cool, finde ich zumindest. Aber ja, gibt wahrscheinlich auch bessere Cams zum Stream. Ja, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich hier Textmarker, wenn ich meine Steuern mache. Einen Stift und Taschentücher, weil kann man immer gebrauchen. Ich habe es auf Pinterest gesehen, das ist schön. Es sieht echt cool aus. Guck mal, film mal, das ist so puffy. Oh ja, ist echt cool. Das hier ist ein Untersetzer zum Trinken, damit hier nichts dreckig wird. Wichtig. Und so sieht das Ganze mehr mit Tageslicht aus. Ein Träumchen. Ey, dieses Kabel hier oben scheißt richtig rein.